Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist die Lektion 5 der Vorlesung Makroökonomie. Ich werde die Folien 25 bis 60 von Kapitel 2, die langfristige Entwicklung von Volkswirtschaften, besprechen. Bisher haben wir die Position und Form der makroökonomischen Produktionsfunktion, der Spar- bzw. Investitionsfunktion und der Abschreibungskurve abgeleitet. Wir können nun mit der Analyse beginnen, auf welches Niveau diese Wirtschaft wachsen wird, wenn wir mit einem historisch gegebenen Kapitalstock KT beginnen. Die Indexzahl T ist ein Zeitindex und misst die Periode, in der wir uns gerade befinden. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft dieses Niveau des Kapitalstocks erreicht hat, entspricht das resultierende BIP yt. Unter den vereinfachenden Annahmen des Solow-Swan-Modells entspricht das BIP dem verfügbaren Haushaltseinkommen. Die Sparkurve zeigt uns, wie viel von diesem BIP gespart wird und wie viel verbraucht wird. Der Kapitalmarkt sorgt nun, wie wir gesehen haben, dafür, dass zwischen Ersparnissen und Investitionen Gleichheit herrscht. Wenn wir den Kapitalverschleiß von den Bruttoinvestitionen abziehen, erhalten wir dann die Nettoinvestition. Die Nettoinvestitionen entsprechen der Anzahl neuer Maschinen, die dem Kapitalstock hinzugefügt werden. Folglich können wir den Kapitalstock der nächsten Periode T plus 1 ermitteln, indem wir die Nettoinvestitionen KT plus 1 minus KT dem Kapitalstock der aktuellen Periode KT hinzufügen. Die Länge der vertikalen und horizontalen Klammer ist identisch, wie Sie mit Hilfe eines Lineals überprüfen können. Wir können nun das neue BIP-Niveau der Periode T plus 1 wieder genauso wie zuvor bestimmen. Bei dem Kapitalstock KT plus 1 können wir ein BIP in Höhe von YT plus 1 herstellen. Davon ausgehend können wir dann das gleiche Verfahren wieder anwenden, um den Kapitalstock der folgenden Periode zu bestimmen. Wenn wir das neue Nettoinvestitionsniveau KT plus 2 minus KT plus 1 zum Kapitalstock der Periode T plus 1 hinzuaddieren, erhalten wir den Kapitalstock der Periode T plus 2. Und jetzt wiederholt sich dieser Vorgang über mehrere Perioden. Und noch einmal. Wie wir beobachten können, werden die Nettoinvestitionen, das absolute Wachstum des Sachkapitalstocks, immer kleiner. Wenn der Schnittpunkt der Sparkurve und der Abschreibungslinie erreicht ist, hier, sind die Nettoinvestitionen null und das Kapitalwachstum wird gestoppt. K Stern ist also der Kapitalstock, in dem das Kapitalstockwachstum und damit auch das BIP-Wachstum endet. Das BIP, das wir mit diesem Kapitalstock erreichen können, bezeichnen wir demzufolge hier als Y-Stern. Die Nettoinvestitionen sind in diesem Punkt also genau gleich 0 und wir haben für diesen Zustand auch schon einen Namen eingeführt, nämlich Steady State, stabiler Zustand. Damit haben wir dann also den Steady State dieser Volkswirtschaft bestimmt.
Wir können nun diesen Zusammenhang auch anhand einer Kausalkette beschreiben. Wenn die Ersparnisse gleich dem Kapitalverschleiß sind, folgt daraus, dass die Nettoinvestitionen gleich Null sind und der Kapitalstock und das BIP konstant bleiben. Jetzt haben wir also den Mechanismus gefunden, der über Kapitalstock-Akkumulation zum Steady State der Wirtschaft führt. Die folgenden Folien in den Vorlesungsunterlagen enthalten nun noch Informationen zu den wichtigsten Produktionsfaktoren, die für die BIP-Produktion verwendet werden. Damit kommen wir jetzt zu der Frage, was mit dem stabilen Zustand, dem Steady State einer Volkswirtschaft passiert, wenn das Angebot eines der anderen Produktionsfaktoren wächst. Nehmen wir an, dass das Angebot an technologischem Wissen, das durch den Großbuchstaben A symbolisiert wird, zunimmt durch technologischen Fortschritt. Wie auf Folie 39 erläutert, bezieht sich technologisches Wissen auf die Teilmenge aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen genutzt werden können. Die interessante Frage ist nun, ob eine Zunahme des technologischen Wissens den Steady-State-Kapitalstock verändert. Wie müssen wir die Position der BIP-Produktionskurve, dieser roten Kurve hier, verändern, wenn die Einsatzmenge des technologischen Wissens steigt und der Einsatz aller anderen Produktionsfaktoren konstant gehalten wird? Nun, wenn wir mehr technologisches Wissen nutzen können, können wir mit jedem Niveau des Kapitalstocks, das wir hier entlang der X-Achse variieren, mehr produzieren. Jede Maschine wird dadurch produktiver. Das heißt, wir müssen die Produktionsfunktion nach oben verschieben, wenn das technologische Wissen größer wird. Das ist also unsere neue BIP-Produktionsfunktion. Angesichts des alten Steady States Kapitalstock, K-T, können wir jetzt bereits sofort mehr BIP produzieren, da zusätzliche technologische Kenntnisse die Maschinen unseres alten Kapitalstocks produktiver machen. Wir können diesen ersten Effekt auf die Produktion, der sofort auftritt, als Primäreffekt bezeichnen. Als Ergebnis dieser ersten Änderung resultieren nun einige weitere Anpassungen. Zunächst müssen wir auch die Sparkurve, diese grüne Kurve hier, nach oben verschieben, da die Sparkurve Quote konstant ist, ergibt sie multipliziert mit dem größeren Bruttoinlandsprodukt nun eine höhere Ersparnis bei jedem Kapitalstock. Die Kurve steigt also ebenfalls insgesamt nach oben. Wenn wir die alten Kurven jetzt ausblenden, wird die Darstellung wieder etwas übersichtlicher. Da die Ersparnis gleich den Bruttoinvestitionen ist, ist die Differenz zwischen Bruttoinvestition und Kapitalverschleiß nun wieder positiv. Hier haben wir wieder eine positive Differenz. Wir investieren also mehr an neuem Kapital, als wir verschleißen. Das bedeutet, dass der Kapitalstock wieder zu wachsen beginnt,
bis die Differenz zwischen Bruttoinvestitionen und Kapitalverschleiß wieder null ist. Das ist wieder in dem Schnittpunkt der neuen Sparkurve mit der Abschreibungskurve gegeben. Wir nennen den neuen Kapitalstock, der jetzt wieder ein Steady-State-Kapitalstock ist, K-Stern. Der Unterschied zwischen dem BIP-Niveau des Primäreffektes und dem neuen Steady-State-BIP-Niveau ist der Sekundäreffekt, der durch das Anwachsen des Kapitalstocks entstanden ist. Der Gesamteffekt einer Erhöhung des verfügbaren Bestands an technologischem Wissen kann daher in einen primären und einen sekundären Effekt aufgeteilt werden. Wir können auch diesen Anpassungsprozess wieder anhand einer Kausalkette beschreiben. Die Ausgangsveränderung war eine Erhöhung des Bestandes an technologischem Wissen. Dies führt zunächst zu einem sofortigen Anstieg des BIP. Das hat zur Folge, dass die Ersparnisse über den Kapitalverschleiß steigen. Das bewirkt dann wiederum positive Nettoinvestitionen und das führt zu einem Wachstum des Kapitalstocks. Dieses Kapitalstockwachstum führt dann wiederum zu einem Anstieg des BIPs, den wir als Sekundäreffekt bezeichnet haben. Wir haben nun alle Einflussfaktoren gefunden, die das Steady-State-Niveau des BIPs bestimmen. Erstens die Sparquote. Je höher die Sparquote, desto höher ist das BIP im Steady-State. Zweitens die Abschreibungsquote. Je größer die Abschreibungsquote, desto niedriger ist das Steady-State-Niveau des BIPs. Und drittens die anderen Produktionsfaktoren. Je mehr Produktionsfaktoren verfügbar sind, desto höher ist das Steady-State-Niveau des BIPs. Zusammenfassend können wir also festhalten: Das Solow-Swan-Modell erklärt, welche Faktoren langfristig das Wachstum des BIPs bestimmen. Hauptfaktor ist die Akkumulation von Produktionsfaktoren: Sachkapital, Humankapital, technologisches Wissen oder öffentliche Güter. Wenn das Solow-Swan-Modell die Realität einigermaßen richtig beschreibt, erhöhen all diese Faktoren also das Steady-State-Niveau des Bruttoinlandsproduktes. Dieses Diagramm haben wir bereits am Anfang des Kapitels besprochen. Wenn das Solow-Swan-Modell korrekt ist, sollte es in der Lage sein, die im Verlauf dieses Zeitraums aufgetretenen Unterschiede in der Entwicklung des Pro-Kopf-BIPs dieser verschiedenen Länder zu erklären. Wie der in den Vorlesungsunterlagen folgende Exkurs zeigt, ist dies tatsächlich der Fall. Der Exkurs ist für die schriftliche Prüfung nicht relevant. Er zeigt jedoch, wie wir statistische Methoden anwenden können, um Theorien wie das Solow-Swan-Modell empirisch zu überprüfen. Wie der Exkurs zeigt, kann selbst eine stark vereinfachte Version des Solow-Swan-Modells mit Sachkapital, Humankapital und Bevölkerungswachstum fast 89% der Varianz dieser Daten erklären, wenn wir eine gewöhnliche Kleinstquadrate-Regression verwenden. Wenn wir mehr Produktionsfaktoren hinzufügen, kann die Erklärungskraft des Solow-Swan-Modells noch erhöht werden. Das Solow-Swan-Modell beschreibt also die empirischen Daten recht gut. Es ist in diesem Sinn ein nützliches Modell. Wir können nun auch nochmals auf die Frage eingehen, was die niedrigere BIP-Wachstumsrate Deutschlands nach der Wiedervereinigung verursacht haben könnte, die wir im Diagramm von Folie 4 dieses Kapitels bereits gesehen haben.
Ein wichtiger Faktor, der das BIP-Wachstum verursacht, ist nach dem Solo-Swan-Modell die Entwicklung des Sachkapitalstocks. Es ist daher sinnvoll, die Wachstumsrate des Sachkapitalstocks mit der Wachstumsrate des BIPs zu vergleichen. Der Bestand an Sachkapital wird vom Statistischen Bundesamt auf jährlicher Basis gemessen. Dieses Diagramm zeigt die jährliche Wachstumsrate des Sachkapitalstocks gemessen zu Preisen des Basisjahres 2010. Folglich wurden die Auswirkungen der Inflation in dieser Darstellung eliminiert. Das Diagramm zeigt also die reale Wachstumsrate des Kapitalstocks. Um konjunkturelle Schwankungen zu beseitigen, habe ich einen gleitenden Durchschnitt der Wachstumsrate berechnet. In jedem Jahr habe ich dazu die Wachstumsrate dieses Jahres plus die Wachstumsrate der vorhergehenden 3 Jahre plus die Wachstumsrate der folgenden 3 Jahre addiert und dann die Summe durch 7 dividiert, um auf diese Weise das arithmetische Mittel der 7 Jahre zu erhalten. Ich habe also einen gleitenden 7-Jahres-Durchschnitt bestimmt. Das Diagramm zeigt deutlich, dass die reale Wachstumsrate des Kapitalstocks langfristig rückläufig ist. Dies passt auch zu unserer Beobachtung in Kapitel 1, Folie 43, dass der Anteil der Nettoinvestitionen am BIP 1970 bei noch etwa 17% gelegen hat und im Jahr 2018 nur noch 3,6% betrug. Die deutsche Wiedervereinigung mit dem daraus resultierenden Investitionsboom, hier erkennbar in der Zeit nach 1990, scheint diesen Trend zwar in den 90er Jahren für eine Zeit unterbrochen zu haben, langfristig hat es den Trend aber nicht verändert. Wenn wir nun die jährliche reale Wachstumsrate des BIPs, ebenfalls berechnet als gleitender Durchschnitt, in das Diagramm hinzufügen, hier ersichtlich durch die blauen Säulen, wird deutlich, dass der Rückgang der BIP-Wachstumsraten und der Wachstumsraten des Sachkapitalstocks nahezu simultan erfolgten. So wie wir es auch vom Solo-Swan-Modell her erwarten sollten. Das Diagramm zeigt, dass der Investitionsboom nach der deutschen Wiedervereinigung zwar für einige Jahre den Zusammenhang gestört hat, inzwischen scheint diese Unterbrechung jedoch überwunden zu sein und beide Wachstumsraten liegen wieder auf historisch niedrigem Niveau nahe beieinander. So viel zu dieser Lektion. In der nächsten Lektion werden wir diskutieren, was das Solo-Swan-Modell für den Fall erschöpfbarer Ressourcen vorhersagt.